eines der größten Lös-Schwarzerdegebiete in Sachsen-Anhalt. Beste Ackererde, darunter Muschelkalk. Eine weite, meist waldfreie Gegend und zugleich ein welliges Plateau zwischen 120 und 245 Metern. Vor uns liegt die Querfurter Platte und damit hallo, liebe Zuschauer. Hallo. Begrenzt wird dieses Stück, dieses kostbare Stück Land, im Nordwesten vom Hornburger Sattel und im Osten vom Geiseltal. Im Süden ist es die Unstrut bei Nebra und im Westen wird die Platte vom Ziegelrodaer Forst begrenzt. Ein Landstrich voller Überraschungen. Schauen Sie mal. In Nebra treffen wir auf eine Eisenbahnwelt. Die eigentlichen Schätze der Landschaft finden wir rings um Barnstedt. Im klitzekleinen Kuckenburg erreichen wir ein Kinomuseum. Die Burg Querfurt zeigt sich auch heute noch als ritterfreundliches Bauwerk. Und in Sangerhausen stoßen wir auf den in Sachsen-Anhalt wohl ungewöhnlichsten Heimatforscher. Wir folgen über Strecken der historischen Wege von Soldaten, Händlern, Fürsten und Königen. Unser Startplatz ist Nebra im Süden an der Unstrut. Das malerisch gelegene Nebra mit seinen vielen aus Naturstein gebauten Häusern wurde nach dem Fund der Himmelsscheibe zu einem bekannten Städtchen. Für Bücherfreunde im vorwiegend älteren Semester ist Nebra ganz anders bekannt geworden. In der Heimatstube treffen wir auf Hedwig Kurzmaler. In Nebra wurde sie geboren, als uneheliches Kind einer Marketenderin und eines Saaleschiffers. In Leipzig war sie Gesellschafterin und Vorleserin einer alten Dame und fand zugleich die Freude am Schreiben eigener Geschichten. Ihr erster Roman, Licht und Schatten, erschien 1904 im Chemnitzer Tageblatt, in Fortsetzungen. Immer ging es um die Kraft der Liebe. Bis 1950 schrieb sie bis 203 Unterhaltungsromane. Nur wenige Meter entfernt von der Heimatstube vorbei an der dem heiligen Georg geweihten Stadtkirche interessiert uns das Rattern auf kleinen Schienensträngen. Die Eisenbahnfreunde haben in Nebras alter Schule, neben einigen anderen Vereinen, ihr Domizil gefunden. Immer dienstags und donnerstags ist hier auf der Anlage einiges los. Elektromeister Gerhard Borchert kennt hier jedes technische Detail. Zusammen mit Dieter Bauer und einigen Freunden haben sie über viele Jahre die Anlage entwickelt und selbst gebaut. Hier zischen nicht nur alle möglichen Loks umher, auch Lastkraftwagen fahren ihre Runden. Besucher mit Lust auf eine Fachsimpelei sollten sich rechtzeitig anmelden. Wer übernachten möchte, von hier ist die Arche Nebra nicht weit. Im Schlosshotel ist man bestens eingerichtet. Übrigens, wo wir jetzt sind, ja, nur mal so zur Orientierung, das ist noch nicht die Querfurter Platte. Die beginnt da drüben, auf der anderen Seite der Unstrut. Und von diesem schönen Plätzchen hier, hinter dem Schlosshotel, hat man einen klasse Blick auf die Querfurter Platte. Wunderschön. Eine erste Überraschung. Gleich hinter Nebra erreichen wir Zingst, nicht an der Ostsee, an der Unstrut. Ein Straßendorf mit Schloss. Wer hier seine vier Wände finden konnte, der wohnt an der Straße der Romanik, direkt am Fuß der Querfurter Platte. Am Rande der Platte, oben, da thront die Fitzenburg,
Rein herrschaftlich betrachtet war hier über die Jahrhunderte ein munteres Kommen und Gehen bekannter Familien. Heute ist die Burg verlassen. Dafür haben Filmleute sie entdeckt. Hier spukte die Junghexe Bibi Blocksberg. Die Querfurter Platte, Filmkulisse, Teil 1. Wir erreichen den Naturpark im kleinen Dörfchen Spielberg. Eine kleine, von sanften Hängen umgebene Siedlung. Die Kirche stammt aus romanischen Zeiten. Die Spielberger können als Siedlung immerhin auf gut 1120 Jahre verweisen. Obendrein haben sie ein ewiges kleines Wasser. Die Urtalsbornquelle. Hier sprudelt die einzigste Karstquelle der Umgebung aus einer Felsspalte. Genau, wunderbar. Kalt, kalt, kalt. Übrigens, in dieser Landschaft wachsen sogar seltene Pflanzen, auch Orchideen. Direkt vor Querfurt erreichen wir die alte Burgschäferei. 1498 tauchte sie erstmals als Schäferei vom Schlosse im Inventarverzeichnis auf. Heute ist es eine Maschinenschau der Landwirtschaft. Aber dabei bleibt es nicht. Mit reichlich Liebe zum Detail wurde ein alter Kaufmannsladen in der Scheune wieder aufgebaut. Mit einer kleinen Saubermachparade in einem deutschen Reinlichkeitsregal. Ich krieg jetzt von Rüdiger meine ganz persönliche Fahrschule, diesem alten Teil hier. Krieg ich noch Platz hier, wa? Ja, wunderbar. So, Bremse. Jetzt muss man schon ganz schön gefühlvoll hier fahren. Ich bremse, das ist Handgas und das sind die zwei Schalthebel hier. Einmal hier für die Gänger. Hier warten 100 museale Jahre Landwirtschaft. Alles handfeste Erinnerung. Landwirtschaft auf der Querfurter Platte sieht heute natürlich ganz anders aus. Wir besuchen das Agrarunternehmen Barnstedt mit dem Vorsitzenden Ralf Hägele. Querfurter Platte hat mir die besten Böden hier in Deutschland. Vom Lös gekommen, angespült, Löserde, prima zu bearbeiten, das weite Land, die offenen Flächen. Und das ist das, was die Querfurter Platte ausmacht, unser guten Lösboden. Wir sehen hier Windschutzstreifen, die wir Anfang der 80er Jahre angefangen haben mit anzupflanzen. Weil die offenen Lagen, die wir hier sehen, sind natürlich auch sehr windanfällig. Das ist eine Art von Bodenschutz, dass wir praktisch den Wind hier unterbrechen. Wo wir sagen, Winderosion, die Windschutzstreifen ist eine Form, Winderosion zu mindern. Wir arbeiten hier schon seit Generationen in dem Gebiet, auf uralten Siedlungsgebiet. Und unser Prinzip ist eigentlich zwischen Tier, Pflanze, Boden. Also der Stoffkreislauf liegt uns sehr am Herzen, dass wir eine Veredelung haben, Rinderhaltung, Schweine und natürlich unser Ackerbau. Und das ist das, was wir mit Kreisläufen über die Generationen bis jetzt hier tun. Es ist immer wieder die Frage des Anbaus. Klima, Bördehopfen und unser Hopfen, der unterscheidet sich nicht groß, weil wir sind hier in Trockenlagen. Aber da machen wir eben ausgezeichnete Qualitäten und wir haben schon Spitzenauszeichnungen bundesweit mit unseren Hopfen erhalten. Und dann kommt ja noch der Weinanbau. Die Lage am Unstruttal ist optimal. Wer ganz gerne zwischen den Äckern auf der Querfurter Platte übernachten möchte, das Agrarunternehmen hat eine eigene Hofpension. Das Haus hat immerhin 16 Zimmer und ein Frühstück wird bei Bedarf allemal aufgetischt.
Wer zu Zeiten der Kirschernte hier unterwegs ist, links und rechts der Wege stehen massenhaft Kirschbäume. Da kann man ordentlich zulangen. Hier sind schon so dunkle dabei. Komm mal her. Ja. Dir fehlt noch ein bisschen Schmuck. Oh. Guck mal hier. Hup. So. Oh, du hast hier roten. Ja. Ja. Nur wenige Kilometer weiter steht die Gemeinde Obhausen auf unserem Tourenplan. Zwischen 881 und 899 entstand der Ort mit einst 4 Rittergütern und 3 Kirchen. Wir besuchen St. Petri und treffen Runa Ulbricht, die Kennerin, vor Ort. Die Kapelle wurde einst von Mönchen des Kurherrenstiftes zu Goslar erbaut. Über diese steile Treppe geht es hinauf in das ursprüngliche Kreuzgewölbe der einstigen Wallfahrtskapelle. Die Deckenmalereien stammen wohl aus dem frühen 15. Jahrhundert, eine kleine Sensation. Einige Holztreppen höher funktioniert ein hochbetagtes Uhrwerk. Es wurde 1867 von den Gebrüdern Kersten aus Dürrenberg gefertigt und erlebte dank vieler Spenden 1993 seine erfolgreiche Sanierung. Und dann gibt es ja noch diesen geheimnisvollen Küchenschrank im Pfarrhaus. Das Besondere an dem Schrank ist, dass dort Wurzelkönigsreich sich befindet und auch der Zwiebelkönig wohnt und es ganz besondere Gesetze gelten, zum Beispiel, dass wer das Kräuter, Gemüse und Obst dort im Wurzelkönigsreich als Kulturgut erklärt wurden. Und wer sich an Wurst oder Fleisch bereichert, wird eingekerkert. Na, wenn das so ist, dann nehmen wir das mal mit auf unseren Wegen der Erkenntnisse. Übrigens, nach der Entdeckung der Himmelsscheibe bei Nebra gab es bei den Archäologen ein ziemliches Interesse an einigen Höhensiedlungen auf der Querfurter Platte. Zu diesen Siedlungen gehört auch die kleine Gemeinde Kuckenburg. Rings um die Kuckenburg wurden 27 Funde gemacht. 6 Gräber führten in die frühbronzezeitliche Zivilisation. Die Ausgrabungen, die sind vorerst erst einmal beendet worden und die Fundstücke, die werden in den Museen gezeigt. Radler auf dem Himmelsscheibenradweg, die kommen direkt nach Kuckenburg. Wann Sie sich ja wieder Ausgrabungen anschauen können, das ist im Moment noch nicht bekannt. Dafür gibt es aber ein sehr interessantes Kinomuseum. Kuckenburg, Dorfstraße 27. Ein nicht mehr taufrischer Vierseitenhof. Der Hofherr ist beim Schweißen. Eine gelegentlich notwendige Arbeit an einem großen metallenen Unikat. Hier entsteht ein Alien. Der Schweißer heißt Arnaud Keval, ist gebürtiger Franzose und Künstler durch und durch. Aber er ist auch ein Sammler in Sachen Kino und hat sein eigenes Museum. Ich durfte als Kind, obwohl ich wie gesagt im Westen mit Farbenfernsehen aufgewachsen bin, sehr selten Fernsehen gucken. Und irgendwann habe ich gesagt, nun ist aber gut, ich möchte irgendwann habe ich mein Kino. Und dann gucke ich, welcher Film, wann ich immer möchte. Und so hat er angefangen, die Dinge des Kinos zu sammeln und hier in den Kuckenburger Lichtspielen zu zeigen. Dazu gibt es auch ein Kinoquiz. Zum Beispiel Dinner for One, ja, hat jeder gesehen. Da wird gefragt, wie oft stolpert der Butler über diesen Tigerkopf. Ja, oft, aber wie viel mal tatsächlich? Ein
echtes kleines Kino darf nicht fehlen. Ein herrlicher Ort für Feste aller Art. Denn dazu gehört noch ein Kinorequisitengastraum, eine besondere Ebene des Miteinanders. Das war Filmkulisse Querfurter Platte Teil 2. Und dieses Filmrequisit führt uns zur Burg Querfurt. Querfurter Platte Filmkulisse Teil 3. Mächtig gewaltig und durchaus imposant. Die Filmleute, die lieben dieses steinerne Monstrum. Hier wurden viele Filme gedreht. Ganz leidenschaftliche Journalisten titeln zu gerne Filmburg. Manche schreiben sogar Hollywood in Querfurt. Die Burg Querfurt ist eine der größten mittelalterlichen Burgen in ganz Deutschland. Ihre Fläche ist 7-mal größer als die der Wartburg. Kein anderes Bauwerk Sachsen-Anhalts ist öfter in Spielfilmen und Fernsehproduktionen zu sehen. Sie war normannische Kirche, persischer Eiskeller, Synagoge, englische Taverne. Und das sind schon gute Gründe, dieses Treiben der Filmleute in einer gesonderten Ausstellung zu präsentieren. Seit 1991 wurde für über ein Dutzend Filme und Serien auf Querfurt gedreht. Einige der schönsten Originalkostüme führen in die Welten der Verwandlung und zeigen die Leistungen und das Können der Kostümschneider. Ein ganz ungewöhnliches Highlight ist das Silikonmodell der Leiche aus dem Film Der Medikus. Das ehemalige Korn- und Rüsthaus ist das Museumsgebäude mit seinen ständigen Ausstellungen. Natürlich mit einem besonderen Augenmerk auf die Burgengeschichte mit ihren Rittern. Hier steht dann auch so ein prächtiger Bursche, hoch zu Ross mit allem, was zu einer ordentlichen Ausrüstung gehört. Dazu gibt es noch einen Blick hinter die Kulissen. Eine kleine Parade von Belegen aus einer vergangenen Zeit, die allesamt von Ritualen und mittelalterlichen Alltäglichkeiten berichten. Und hin und wieder gibt es auf Burg Querfurt Tage, da traut man seinen Augen nicht, dann sind sie wieder da. Mit schwarzen Umhängen, roten Kreuzen und Schwertern am Gurt. Männer und Frauen von befreundeten Ritterorden aus Amerika und Europa, die sich alle den Gedanken der Templer verpflichtet fühlen und karitativ tätig sind. Sie wollen heute in der Burgkapelle Querfurt per Ritterschlag zwei neue Mitglieder in ihre Reihen aufnehmen. Auch solche Anlässe prägen mittlerweile den Burgalltag auf Querfurt. Zur Burg gehört natürlich die Stadt Querfurt. Mit einer hübschen, vorwiegend barocken Altstadt, die sich ganz hervorragend für einen Spaziergang eignet. Eine Stadtführung über die Stadtinformation ist daher sehr empfehlenswert. Die Stadt ist eine gut überschaubare Ansiedlung mit einer sanften Tallage. Im Zentrum das dominierende Rathaus mit Sonnenuhr, gebaut von den edlen Herren von Querfurt. Im Untergeschoss waren zwei Gefängniszellen, die Wärterstube, die Stadtwaage und eine Trinkstube.
Gegenüber in der Stadtbücherei ist die Touristinformation. Hier sollte man sich für eine Stadtführung entscheiden. Nur mit einigem Hintergrundwissen erklärt sich dieser sonderbare, ummauerte Weg quer durch die Stadt. Er wird der Schießgraben genannt. Ein Graben zwischen innerer und äußerer Stadtmauer. Problematisch für Stadteroberer. Ein besonderer Ort ist der historische Friedhof. Hier findet man Grabdenkmäler aus mehreren Jahrhunderten. Nicht weit von der Kapelle steht der Gedenkstein von Johannes Schlaf, der bekannte Dichter des Naturalismus, ein Querfurter. Zu den ungewöhnlichen Grabmälern gehört das der Brandjungfer. Es erinnert an Anna Regina Lasse, Tochter des Stadtmünzmeisters, die bei einem Stadtbrand ums Leben kam. Und auch der stadtbekannten Familie Schomburg. Mit ihrem international bekannten Afrika-Forscher kann man hier begegnen. Aber irgendwann kommt dann immer der Punkt, wo sich ein kleiner Appetit einstellt. Uns hat man das Capri für eine Erfrischung empfohlen. Hier hat seit 19 Jahren Alfredo Pasco das Sagen. Hier werden seine Ideen zu wahren Köstlichkeiten. Vor 39 Jahren kam der gelernte Eismann aus Italien nach Deutschland. So, Signora, da sind wir. Du bist der Becher. Ich hab ja gesagt, eine kleine Portion. Ach, ja. Das ist unsere Kleine. Ja. Das ist eine kleine für mich. Und das hier. Das ist Melone, ja? Das ist Melone, Wassermelone, Honigmelone, ja. Apfel gehört dazu, Erdbeer. Ja. Und so ein bisschen von alles. Alles nur frische Früchte. Oh, danke schön. Da kann man eigentlich nur staunen und dann ganz leise genießen. Wer nicht so für die eisigen Süßigkeiten ist, der sollte zum Basilikum kommen. Hier haben sich die Geschwister Spiegel auf Naturprodukte konzentriert. Bruder Stefan hat sich in seinem Laden nebenan auf Obst, Gemüse und Getreideprodukte, aber auch auf Käse und Wurst aus der Bioproduktion spezialisiert. Und die dazu passende Naturkostbar betreibt Schwester Franziska. Hier wird vegetarisch oder auch vegan gekocht. Aber es gibt durchaus auch Gerichte mit Fleisch. Antibiotikafrei und nicht aus der Massentierhaltung. Die Karte wechselt täglich. Gegessen wird hier oder man nimmt die leckeren Dinge mit nach Hause. Heute Quinoa-Bratling mit Knoblauchdip und Salat. Oder gebratener Reis mit Gemüse und Avocado-Koriander-Topping und Salat. Das ist doch mal was ganz anderes. Wer dann aber doch lieber die gewohnten Gast- und Wirtshäuser besuchen möchte, Querfurt ist eingerichtet. In der Altstadt wartet der Querfurter Hof. Fast nebenan gibt es italienische Gerichte im La Sosta. Und nicht weit von der Burg lädt das Hotel zur Sonne ein. Die Burgkapelle von Querfurt diente seit 1323 vornehmlich als Grablege der Grafen von Querfurt. Höchst bemerkenswert ist das meisterlich gestaltete Grabmal von Gebhard dem 14., Burgherr zwischen 1356 und 1383.
Ein späterer Burgherr war Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels, der hier auf Querfurt ganz gern seinen Jagdleidenschaften nachging. Sein Motto: Was mir behagt, ist nur die muntere Jagd. Er hinterließ seine Initialien in der Kapelle. Für uns ist der Punkt zum Start unserer Schlussetappe gekommen. Auf nach Sangerhausen und wir bleiben auf Herzog Christian Spuren. Christian war unterwegs als vierter Herzog der kursächsischen Sekundogenitur Sachsen-Weißenfels, war leidenschaftlicher Jäger, lebte auf Querfurt und starb im Schloss Sangerhausen als Fürst von Sachsen-Querfurt. In Sangerhausen entstand ein neues Schloss samt der Schlosskirche St. Trinitatis. Herzog Christian zeigte sich spendabel bei allen weltlichen und musischen Lustbarkeiten. Dieser Engel hatte seinen Platz in der Schlosskirche, die es heute nicht mehr gibt. Die einzigen baulichen Erinnerungen an diesen zur Verschwendung neigenden Christian ist das heutige Amtsgericht mit seinem herrlichen Erker in Sangerhausen. Wer mehr zum Herzog in Erfahrung bringen möchte, der sollte das Spengler-Museum besuchen. Hier trifft man zugleich unweigerlich den Namensgeber des Hauses, Gustav Adolf Spengler, Tischlermeister und Heimatforscher. Einen Mann, der das alte Sangerhausen noch in den Konturen aus Christians Zeiten modellierte. Und dann auch noch die Knochen eines Steppenelefanten im nahen Edersleben fand. Wer sich auf diesen Mann mit seiner Schaffenskraft einlässt, der sollte noch das Spenglerhaus besuchen. Dieses kleine Reihenhaus war Wohnhaus, Tischlerwerkstatt und legendäres Museum. Hier treffen die Besucher auf handwerkliches Geschick, erleben höchst ungewöhnliche Sammelobjekte, zu denen oft unglaubliche Geschichten gehören und die eine besondere Sicht auf die Stadt mit der umliegenden Landschaft ermöglicht. Ein Haus mit einem besonderen Zauber. Wir haben die Querfurter Platte voller Schwung bewältigt und doch so einige interessante Begegnungen gehabt. Unseren Servicebrief, den können Sie wie immer im Internet nachlesen. Dort erfahren Sie auch, wo Sie die Sendung bestellen können. Die Dresdner Kollegen sind in der nächsten Woche für Sie unterwegs. Und wir sehen uns in 3 Wochen wieder. Also, seien Sie bereit. Wir sind's auf alle Fälle. Tschüss. Tschüss.